Willkommen auf dem Kanal Die Richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den LG 55 Nano 769 QA Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte einfach die Links unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne dazu im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik immer auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Die Bildschirmdiagonale beträgt 55 Zoll. Die Bildschirmauflösung beträgt 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit und Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 bzw. 60 Hertz. Essentielle Farbtechnologie. Die LG Nanocell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern. Alpha 5 Gen 5 4K AI Prozessor. Der Alpha 5 Gen 5 4K AI Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben. AI Brightness Control. Passt die Displayhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so für eine optimale Wiedergabe in jeder Umgebung. Filmmaker Mode. Genießen Sie Filme wie vom Regisseur beabsichtigt, ohne Anpassungen an Textur oder an andere visuelle Einstellungen. HDR10 Pro. Durch dynamische Tone Mapping auf Einzelbildbasis werden alle Inhalte kontrastreicher dargestellt. Dies sorgt für ein eindrucksvolleres und realistischeres Betrachtungserlebnis. Game Optimizer und Dashboard. Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis. Für eine schnellere und intuitive Bedienung können Sie in einem einzigen Menü auf verschiedene Einstellungen zurückgreifen. Innovative Gaming-Spezifikation. Genießen Sie rasantes HDR-Gaming auf dem Nanocell TV mit den neuesten Gaming-Spezifikationen, einschließlich ALLM, eARC und HGIG. Ein verbessertes Audiosystem macht Ihr Game noch fesselnder. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 16 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 123,5 cm in der Breite, 71,5 cm in der Höhe und 5,81 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x300 Weserhalterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 84 kWh pro Jahr. Ein Fernseher mit mehr als einer kreativen Seite. LG Nanocell TVs wurden für ein ansprechendes Ambiente entwickelt. Die Fernseher hängen mit ihren schlanken, minimalistischen Designs wie Kunstwerke an der Wand und verleihen ihrem Wohnraum einen Hauch von Schönheit und Eleganz. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die Anschlüsse. Zweimal USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, dreimal HDMI 2.0, einmal Satellite In, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna, einmal CE+, 2.0. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 5.0. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar können über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. AI Sound Pro. Erleben Sie beeindruckenden Sound mit AI Sound Pro. Deep Learning Algorithmen wandeln zwei Audiokanäle in virtuellen 5.1.2 Surround Sound um, sodass Sie alle Inhalte mit sattem, verbessertem Sound genießen können. AI Sound Pro passt außerdem die Soundeinstellung an die Art der Inhalte an und sorgt so für ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis. Der Fernseher wird über das Betriebssystem webOS 22 gesteuert. Dieses System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. AI ThinQ. Erleben Sie LG ThinQ, das Ihr TV-Erlebnis maximiert. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sprachassistenten und steuern Sie Ihren Fernseher per Sprachbefehl. Der neu entwickelte Homescreen bietet Ihnen zudem noch mehr Komfort und Kontrolle. Damit ist unser Test des LG 55 Nano 769 QA Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Dann schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an, denn dort finden Sie alle Links, die Sie dafür brauchen. Haben Sie noch Fragen? Dann schreiben Sie sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin nämlich schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Und damit ihr das nicht verpasst, klickt gerne auf die Glocke. Bis dahin!